die drei Buchstaben NAR etwas. Die Freaks werden es wissen. Es geht um das Neiße Adventure Race. Das findet zum 10. Mal am 5. Mai statt. Und ich habe jetzt ein Date mit Christiane Neuburger. Die hat uns an den Neiße Hafen nach Rothenburg eingeladen, um einfach mehr über das 10. NAR zu erfahren. Also dann auf zum Kaffee trinken an die Neiße. Auf einen Kaffee mit. Herzlich willkommen. Diesmal mit Christiane Neuburger hier in Rothenburg. Schön habt ihr es hier. Ja, ne? Sonne scheint. Und das habt ihr nur für uns gemacht oder ist immer so schön? Nee, hier scheint immer die Sonne. Außer am 5. Mai, da wird es bestimmt sonnig, aber nicht so ruhig und idyllisch wie heute. Was passiert da hier? Es könnte laut werden, genau. Der Neiße Adventure Race startet dann bereits zum 10. Mal. Du hast es, glaube ich, auch schon mal live miterlebt. Ganz, ganz viele Sportler, verschiedene Trails, wo im Teams ja, Sport gemacht wird und ganz, ganz viele Besucher, Remi Demi laut. Ist das Sport oder auch so ein Stückchen Wahnsinn, was passiert? Vor allen Dingen kurz vorm Ziel, kann man sich das fragen. Ja, jeder wie es nimmt. Für einige ist es wirklich Wahnsinn, wenn sie sich in Kategorien anmelden, die vielleicht für sie nicht so geeignet sind. Was aber auch Ziel ist, ne? Ein bisschen Herausforderung muss ja sein. Ja, und am Ende die Hindernisse kurz vor dem Ziel. Mit Schlamm muss gerechnet werden, man wird dreckig, man muss hochklettern. So das Letzte muss man nochmal komplett rausholen, bevor dann in Team-Ski ins Ziel gestartet wird. Also es gibt noch 2, 3 Leute im Unbezahlbarland, die nicht wissen, was das Neiße Adventure Race ist. Vielleicht für die noch mal ganz kurz in Worte gefasst, was würde sie erwarten, wenn sie sich hier anmelden? Also wie gesagt, es ist relativ abhängig, was man sich für einen Trail aussucht. Es gibt den Light Trail, der ist eher so für die Familien, für die Vereine, was Einfacheres. Mit Fahrradfahren, Hindernisparcours über die Kulturinsel Einsiedel. Dann auf dem Booten zurück bis hierher, man kommt dann hier das Wehr hinunter. Und dann folgen noch mal Hindernisse. Originaltrail ist eine Stufe höher, statt Fahrradfahren 12 Kilometer Crosslauf, dann wieder Insel, Boot, hier ankommen, Hindernisse. Dann gibt es den Single Cross Trail, den wir auch dieses Jahr zum allerersten Mal machen, als Einzelstart, nicht als Team. Also bei den anderen beiden muss man als Team starten, Viererteam, Dreier- oder Zweierteam. Und bei einem Einzelstart logischerweise alleine. Und da läuft man 12 Kilometer insgesamt, aber 4 Runden. Das heißt, laufen, Hindernis, laufen, Hindernis, laufen, Hindernis, laufen, Hindernis, Ziel. Also schon sehr anspruchsvoll. Also auch der Einfache wird vielleicht, wenn man jetzt völlig unvorbereitet startet, nicht ganz so leicht zu bewältigen sein. Oder tut Vorbereitung gut? Vorbereitung tut auf jeden Fall gut, denke ich. Wir hatten da nie Probleme mit, aber wir warten auch auf den Letzten. Das sind wir auch nicht so. Ganz neu habt ihr die Walker dieses Jahr mit einbezogen zum Jubiläum. Was müssen die für eine Strecke bewältigen? Welche Aufgaben warten auf die? Genau, also es gibt den deutsch-polnischen NAR Walk, so haben wir ihn jetzt genannt. Start ist dafür in Görlitz auf der Altstadtbrücke. Dort geht es los auf der polnischen Seite bis nach Deszka, dann auf die deutsche Seite bis zur Kulturinsel, wieder auf die polnische Seite, wieder auf die deutsche bis hier ins Ziel. Und das sind ungefähr so 35 Kilometer. Und das einzige Haken ist, es geht früh um 7 los. Klein gibt es den Kids Trail. Der Kids Trail ist für Kinder bis 10, bis sie dann so weit sind, dass sie den Light Trail selber mitlaufen. Und der wird vom Kindergarten Sonnenhügel organisiert. Und die machen auch Programme, die tanzen auch, wo die Omas und die Eltern so ein bisschen Spaß dran haben. Ihr nennt euch auch der östlichste Spaß-Trail
Trail oder wie heißt das? Also auf jeden Fall steckt Spaß drin. Ich will jetzt auf den Spaß hinaus. Du kannst den Slogan gerne nochmal wiederholen. Genau, das härteste und östlichste Spaßrennen Deutschlands. Genau. Ja, der Spaß ist immer entstanden, ne? Weil das ist ja ein Team-Event und es ist schon wichtig, dass die Leute da zusammenarbeiten. Gerade im Leittrail wollen auch viele Firmen mitmachen, viele Vereine mitmachen. Und ach, es gab auch schon so Geschichten so nach Motto, das schönste Kostüm und so weiter. Und da ist der Spaß ganz, ganz groß mit dabei gewesen. Wo, also immer noch, ne? Logisch. Wo scheitern die meisten dann auf dem Wasser? Naja, auf dem Wasser, ja, aber dadurch, dass, also im Wasser muss man richtig, richtig gut sein, um dann noch viel rauszuholen. Man muss schon auf der Laufstrecke versuchen, beim Wasser wird es schwierig, dann noch zu überholen. Das ist, wenn man Glück hat und man kommt mal mit mehreren zusammen, okay. Und die Hindernisse zum Schluss sind nochmal so ein, wo dann auch gesehen wird, na, so weit weg sind die ja gar nicht und wir rennen hinterher. Wer steckt dahinter? Welche verrückten, genialen Köpfe denken sich das aus? Ich weiß auch nicht mehr. Nein, also ganz ursprünglich ist das mal entstanden. Da haben sich zwei zusammengesetzt und gesagt, wir müssen irgendwas für Rotmuck auf die Beine stellen. Daraus ist dann der Nice Adventure Race e.V. entstanden. Wir sind jetzt so, sagen wir mal, 15 Leute, die permanent richtig mitmachen. Und ihr habt inzwischen zum Jubiläum so ein bisschen Merchandising-Artikel. Also heute gibt es unsere Landkreispötte. Was anderes darf da nicht sein. Aber am 5. gibt es rund um das Nahe so ein bisschen was zu mitnehmen. Genau, also wir haben jetzt ganz neue Becher, das war auch sehr, sehr schön in der Zeitung neulich zu sehen, wo uns Landskron sehr, sehr gut unterstützt hat, dass wir jetzt richtige, schöne, ordentliche Plastikbecher haben, die mit Pfand wieder zurückgegeben werden. So, wir wollen ja auch ungern, dass hier die schöne Natur weiter vermüllt wird und sparen uns natürlich ein bisschen Arbeit. Und wer aber Lust hat, kann die sich dann auch in seinen Schrank stellen und dann gibt es jedes Jahr vielleicht neue. Mal sehen. Wenn wir jetzt vielleicht noch einigen Sportambitionierten Lust gemacht haben, mitzulaufen, geht es noch? Funktioniert es noch mit dem Anmelden? Es ist super knapp. Also Originaltrail nur als Beispiel mussten wir schon zwei Starts wieder setzen, weil es insgesamt nicht passt. Es ist halt abhängig von den Booten, um das Verständnis zu haben. Also die Boote sind nicht... Man kann natürlich mehr dazu holen, mehr neue Boote, aber logistisch ist es einfach kaum machbar, dass die dann rechtzeitig wieder dort sind, wo sie hin müssen. Und somit ist der Originaltrail eigentlich fast dicht. Die genaue Zahl, weil es immer wieder was Neues reinkommt, kann ich gerade gar nicht sagen. Der Leittrail ist auch schon sehr, sehr voll. Was auf jeden Fall noch machbar ist, ist der Single Cross Trail, wo ja kein Boot gebraucht wird. Also wenn da mehrere Leute mitrennen, das ist dann unabhängig. Und den bieten wir aber ganz, ganz frisch ab heute auch noch als Kleinlauf an. Also einmal als 12 Kilometer und viermal Hindernisse und dann als 6 Kilometer und zweimal die Hindernisse. Also wer will, kann da gerne noch mitmachen. Der Walk ist natürlich auch noch frei. Und ja, ganz wichtig, wer gar kein Sportler ist, aber Bock hat zu helfen. Wir brauchen natürlich auch immer Helfer, die mit an der Strecke stehen und so weiter. Da wäre toll, wenn sich noch einige melden. Ja. Oder einfach herkommen und zugucken. Und natürlich zugucken, klar. Klatschen, brüllen, Bier trinken, Wurst essen. Da muss man sich auch nicht zusammenreißen, da kann man mal hemmungslos Spaß haben. Genau, es wird nicht gefilmt, es wird nicht aufgenommen. Jeder darf sich richtig schön zur Sau machen bei uns. Und das im wahrsten Sinne des Wortes zum Schluss im Schlammcontainer oder wo auch immer. Also dann wünschen wir euch viel Erfolg, viel Spaß, viele sportliche Talente, die hier ihre Runden ziehen und viele Zuschauer, die herkommen und klatschen, johlen und euch unterstützen. Vielen Dank. Wir freuen uns auch auf dich als Team oder im Team. Die Eno ist, glaube ich, mit dem Team vertreten, aber das macht die Jugend, da muss ich nicht mehr mit dabei sein. Der Kaffee wird kalt. Also dann, danke und tschüss.